Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Das letzte Mal ist ja wieder die Aufnahme abgebrochen, nachdem die ganze Aufnahme sowieso schon komisch verlaufen ist. Verdammt, wie kriege ich das weg? Also, nee. Ja, da hat halt mein Programm irgendwie gesponnen. Und ja, also wir sind an der Stelle stehen geblieben. Ich glaube, das letzte Mal hat es noch mitten im Kampf aufgehört. Und man sieht, ich habe den Kampf gewonnen. Und gleich danach habe ich gespeichert und aufgehört, weil... Ja, mein Aufnahmeprogramm hat hier irgendwie alles total rausgerissen. Ja. Aber zum Glück ist in dem letzten Part nicht so viel Wichtiges passiert. Von daher musste ich ihn jetzt nicht nochmal neu aufnehmen. Zumindest hatte ich nicht das Bedürfnis dazu. Und ich hoffe, wir laufen jetzt auch in die richtige Richtung. Aber es sieht so aus, oh, schon wieder irgendwelche Tiere. Ja. Ach, das ist den Wolf, den wir zurückgelassen hatten. Den wir verwandelt haben. Mit der... Laha, den wir halt verwandelt haben. Fertig. Wann habe ich jetzt wieder Rolana? So, jetzt aber. Schön. Ich glaube, dann ist, wenn wir da durch sind, ja, dann können wir endlich nach links. Irgendwie sieht es so aus, als kamen wir von hier. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Super. Naja. Aber es sollte schon richtig sein. Was möchtest du unternehmen? Die Reise fortsetzen, natürlich. Sonst wäre das hier gerade etwas sinnlos gewesen. So, jetzt kommen wir endlich in Ferdok an. Irgendwie brauche ich, wenn ich Let's Play, viel länger für ein Spiel. Weil normalerweise spiele ich nicht so lang. Aber im Let's Play dann bin ich irgendwie... Ich weiß nicht, ich bin total langsam. Zum Beispiel für Grey Matter. Dafür brauche ich eigentlich nicht so lange. Ich habe das Spiel ziemlich schnell fertig gehabt. Und jetzt beim Let's Play bin ich, glaube ich, schon bei Part 20 und immer noch beim zweiten Kapitel. Das ist irgendwie nicht normal. Aber vielleicht liegt es daran, weil ich rede. Ja, apropos reden. Ich hoffe, man hört mich laut genug, weil... Ja, das Mikrofon ist so weit weg, aber... Ich möchte es nicht so nah dran stellen, weil sonst... Ja, sonst... Sonst macht es vielleicht Störgeräusche oder so. Du kannst jederzeit das Spiel über die Leertaste pausieren. Das haben wir auch schon mitbekommen. Jupp. Ladebildschirm. Wir lieben ja Ladebildschirme. Oh, jetzt hab's fertig geladen und braucht immer noch. So, wir kommen endlich an. Oh, ich muss auf die Uhr gucken, wie lange ich aufnehme. So, von hier ab noch 10 Minuten, sage ich mal. Ah, Ferdok. Einen Augenblick. Ah, ich habe vergessen, ihm die Sachen wegzunehmen, bevor wir hier ankommen. Das hätte ich vielleicht noch machen sollen, aber ich glaube, ich habe ihm keine Sachen gegeben. Ah, doch, habe ich. Oh, verdammt, egal. Was gibt es, Dranor? Werden die Tore von der Stadtgarde bewacht? Ja, und... Ich verstehe nicht. Wir haben die Sache mit dem Diadem doch geklärt. Naja, das ist so. Vor einiger Zeit gab es eine schrecklich dumme Verwechslung zwischen mir und einem Hochstapler namens Dranor. Seither bin ich in Ferdok gesucht. Ich kann auch immer nicht verstehen, wie es dazu kommen konnte. Toll, das sagt er uns erst jetzt, oder wie? Ja, okay, jetzt habe ich mir schon das Wort vorweggenommen. Und da sagt ihr mir erst jetzt? Oh, ich wollte euch nicht mit unnötigen Einzelheiten belasten. Unnötig? Komme ich schon ungesehen in die Stadt. Viele Wege führen zum Ziel, wenn man die nötige Übung hat. Ja. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl, wenn ihr so zuversichtlich seid. Seid unbesorgt. Wir treffen uns in der Grafenstadt, am großen Platz. Lasst mich also nicht zu lange warten. Und du, Rolana,
Versuche mich nicht allzu sehr zu vermissen. Auch wenn mein Herz einer anderen gehört, werde ich dein zartes, einfühlsames Wesen nie vergessen. Verschwinde, du halbes Hemd, sonst mache ich dir Beine. Adieu. Bis später in der Grafenstadt. Macht euch keine Sorgen. Bis dann. Ja, ja. Den sehen wir nie wieder, außer im Gefängnis. Der Meinung bin ich auch. Leute gibt's, aber ehrlich. Ja, wir sind endlich in Pferde. Halt! Ich kann euch nicht passieren lassen, wenn ihr keine schriftliche Genehmigung vorzuweisen habt. Söldner Nando in Arvestreu hat mir einen Passierschein ausgestellt. Hier seht her. Seht selbst. Gut, scheint in Ordnung zu sein. Ich werde euch in die Liste der vertrauenswürdigen Personen eintragen. Dann benötigt ihr den Passierschein nicht mehr. Ihr müsst verstehen, in Ferdok hat sich eine Reihe grausamer Verbrechen ereignet. Alle, die die Stadttore passieren wollen, werden streng kontrolliert. Das erklärt die Schwierigkeiten, die ich auf dem Weg hierher hatte. Ich bin der Einladung eines guten Freundes gefolgt, um ihn hier zu besuchen. Ich kenne den Weg zu ihm jedoch nicht genau. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Ardo von Eberstamm ist sein Name. Mal sehen, hat euer Freund in seiner Einladung eine Örtlichkeit benannt? Sicher, hier in diesem Brief, aber lest selbst. Am Braiosplatz, das ist nicht weit von hier. Geht dort drüben über die Brücke und folgt dann dem Weg hinauf. Dieser bringt euch direkt zum Braiosplatz. Hab Dank und auf Wiedersehen. Ich möchte nicht noch mehr fragen, wieso sollte ich fahren? Ich gleich zu eurem Freund aufbrechen. Beheere gebietet dies. Immerhin verdanke ich es auch seiner Einladung, dass ich so schnell hierher gelangen konnte. Ja. Ja, geh jetzt im Haus deines Freundes. Ja, wir sind in Ferdok. Und wieso ist der Himmel so grau? Den habe ich nicht mehr so grau in Erinnerung, aber vielleicht liegt das nur... Ja, gerade daran. Oh, mit dem Typ möchte ich sprechen. Und warum ist die Kamera wieder so komisch? Oh, mit dem möchte ich schnell versuchen zu sprechen. Luda, Möbel! Oh Mann, meine Maus Seite, und alles hier. Weges oh, der ist unhöflich. Was für eine Frechheit, Mäzen Kastan Wagnitz anzusprechen. Mäzen? Oh, wie nett. Verzeiht, liebe Herren. Ich wollte nicht. Ich möchte mit ihm sprechen. Dann spreche ich halt mit dem. Was seid ihr denn für eine armselige Gestalt? Habt ihr allen Ernstes geglaubt, dass ich mit jemandem eures Standes spreche? Na los, trollt euch gefälligst. Dieses Gesocks. Oh ja, unhöflicher Typ, ey. Naja, also... Oh, wieso ist die Kamera jetzt so komisch? Das macht mich ganz kribbelig. Ihr wieso ist der Himmel so grau? Das ist unangenehm. Ich einfach nicht wissen, wen sie vor sich haben. Ja, noch ein Feste. Super. Ja, darauf bin ich auch gespannt. Wieso ist der Himmel so dunkel? Das ist irgendwie irritierend. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, dass der so dunkel war, aber vielleicht war das auch nur meine Einbildung. Vielleicht liegt es auch an irgendwelchen Einstellungen, die ich geändert habe. Aber naja. Ich möchte mal mit dem sprechen, ob ich da schon irgendwelche Sachen... Spieß Effing zu Diensten. Irgendwelche Sachen lernen kann. Ja, hier kann man so viele neue Sachen lernen. Zum Beispiel, also die Klasse ist nicht auf das beschränkt, was sie schon gelernt hat. Ich kann jetzt zum Beispiel auch noch meiner Elfin beibringen, wie sie mit Schwertern kämpft. Das finde ich cool. Zwei Handschwerter. Am liebsten würde ich ja alles, aber naja. Brauche ich noch nicht. Aber wollte ich jetzt einfach mal schauen. Ah, ich liebe Drakensang. Das ist so cool. Endlich mal wieder in Ferdok rumlaufen, auch wenn es ein bisschen leckt. Oh weh, was mache ich nur? Kann mir denn niemand helfen? Also diese Quest von dem Typ habe ich noch nie gemacht. Ich habe jede Quest in Drakensang gemacht, gefühlt jede Quest, also jede Quest, die ich gefunden habe, bis auf die von dem Typ. Ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich weil man da runter muss. Und ich hasse Höhlen, aber ich quatsch den mal an. Vielleicht ist das schon die Quest? Entschuldigt bitte. Um was geht es denn, guter Herr? Ach, ich bin beinahe über eines dieser dummen Hühner gestolpert, dabei habe ich meinen Glücksbringer, meinen alten Handschmeichler verloren. Er muss in die Kanalisation gefallen sein. Ich traue mich hier gar nicht weg. Wer weiß, welches Unglück
mir sonst als nächstes widerfährt, könntet ihr ihn nicht für mich zurückholen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ein wenig Geduld werdet ihr aber haben müssen, denn so leicht wird euer Handschmeichler dort unten sicher nicht zu finden sein. Premiere, diese Quest werde ich nämlich machen, das erste Mal, obwohl ich das Spiel schon zweimal durchgespielt habe. Ja, der Unglücksrabe. Aber wie gesagt, werde ich es nicht im Hauptlet's Play machen, sondern in meinen Drakensang Nebenquest-Videos. Sind wir schon hier? Ja. Also hier ist... Oh, das sieht alt aus. Ach du meine Güte, das sind Spinnweben. Oh nee. Sollen wir den schon anquatschen? Ja, machen wir. Geht bitte weiter. Dieses Haus ist per Dekret der Stadtwache nicht zu betreten. Nicht zu betreten? Was soll das heißen? Mein Freund Ardo von Everstamm wohnt hier. Ich muss euch leider schlechte Kunde tun. Euer Freund wurde ermordet am Hafen aufgefunden. Wir durchsuchen gerade das Haus nach weiteren Hinweisen zu der Untat. Es besteht nahezu kein Zweifel mehr, dass auch er ein weiteres Opfer einer Reihe von Morden ist, die Ferdok zurzeit in Unruhe versetzen. Ich darf euch keinen Zugang zum Haus gewähren, solange die Untersuchungen nicht abgeschlossen sind. Das kann nicht sein, er hat mir erst kürzlich noch einen Brief geschickt. Ich solle ihn hier in Ferdok besuchen, schrieb er. Und jetzt soll er tot sein? Ich begreife das alles nicht. Das kann nicht wahr sein. Ich will alles über diese Morde wissen. Es tut mir leid um euren Freund, aber ich kann euch nicht weiterhelfen, selbst wenn ich wollte. Die Untersuchungen der Morde sind Verschlusssache der Stadtgarde. Irgendjemand muss mir doch Auskunft geben können. Verdammt. Ihr könnt mich doch nicht einfach so stehen lassen, wie der hergelaufene Pöbel. Verzeiht, es war nicht meine Absicht, euch so zu beleidigen. Die einzige, die euch im Augenblick behilflich sein könnte, wäre die Wachhauptfrau unserer Stadtgarde, Bala Dorkenschmied. Sie leitet die Untersuchung der Mordserie. Sie sollte am Wachhaus sein, nicht weit weg von hier. Ich zeichne euch den Standort auf eurer Karte ein. Vielen Dank. Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als sie aufzusuchen auf bald Wache. Seid ohne Sorge, Fajana. Egal, was auch geschehen mag, ich werde euch bei der Suche nach dem Mörder eures Freundes helfen. Dies schwöre ich bei der Ehre Rondras. Ich danke euch, Rolana. Komm, gehen wir. Ja. Und damit beende ich den Part mit dieser traurigen Nachricht, dass unser Freund, weswegen wir extra hierher gekommen sind, ermordet wurde. Ja. Also ich beende hier den Part, sag auf Wiedersehen, bis zum nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss. So, wie... Ja, tschüss.